Ja, heute sind wir hier, weil hier meine Bilder hängen. Und zwar, wenn man auf dem Weg zur Cafeteria den Gang entlang läuft, da sieht man eben meine Aquarelle. Meine Bilder sind hier gerade im Krankenhaus aufgehängt worden, weil ich so darauf aufmerksam machen möchte, dass man auch, wenn man eine Behinderung hat, ich male ja nur mit links, ich kann nicht mehr meine rechte Hand insoweit einsetzen, dass man eben andere Wege suchen muss, wenn man krank geworden ist. Und bloß nie aufgeben, man kann immer wieder versuchen, andere Wege zu finden. Das erste Mal waren es 3 hintereinander, den ersten im Oberlandesgericht, wo ich ja gearbeitet habe. Selbst ich konnte das überhaupt natürlich nicht einordnen, was da mit mir geschah. Ich habe eigentlich immer daran gedacht, ich habe irgendwie mir einen Muskel eingeklemmt oder Nerven eingeklemmt. Der Sanitäter sagte sofort, ja, das ist ein Schlaganfall. Und dann ist aber in diesen Schlaganfall hinein, also 10 Tage später, der nächste gekommen und da weiß man eben jetzt nicht warum. Ja, wir sind hier also im Oberlandesgericht, weil ich ja hier vor 2006 gearbeitet habe. Es ist immer noch ein Gefühl, dass ich dazugehöre, also weil ich immer noch hin und wieder einige Kollegen begrüße und besuche. Und ich immer noch so das Gefühl habe, dass irgendwie da so eine Gemeinsamkeit ist. Man blickt eben auf eine gemeinsame Zeit noch zurück. Wenn man hier weiter hochgeht, dann kommt man zu einem Aufzug für die Leute, die dann eben höher müssen. Und ansonsten ist da eben für die Barrierefreiheit auf jeden Fall gesorgt. Ja, das ist also der Ort, wo ich bis 2006 gesessen habe, also bis zu dem Tag, an dem ich dann auch hier den Schlaganfall bekommen habe, also mein Arm plötzlich hing. Ja, ich habe dann mehrere Monate Schwungübungen gemacht, um dann überhaupt die Hand etwas geschmeidiger zu machen. Und dann hat sich eigentlich über eine gewisse Zeit dann eine Handschrift entwickelt. Ich war dann umgezogen in ein barrierefreies Wohnen und meine neue Nachbarin, die im Stockwerk über mir wohnte, war Aquarellkünstlerin. Ja, und dann bin ich bei ihr in diesen Kursus gegangen und das erste Bild war eine Narzisse, die hängt auch hier und war selber erstaunt, dass man das erkennen konnte. Ich fühle mich nicht diskriminiert, weil ich gehe auf die Leute zu, ich bin offen, ich bin locker. Nur es gibt ja Leute, die das nicht können. Also ich fühle mich angenommen, ich habe Bekannte, ich habe auch neue Bekannte nach meiner Behinderung. Das fand ich so toll, gewonnen. Und ich habe auch meinen alten Freundeskreis behalten. Aber ich habe schon häufig mitgekriegt, dass sich Leute ausgegrenzt fühlen. Das liegt aber dann viel auch am eigenen Denken. Da würde ich doch mehr Aufmerksamkeit auch von den Menschen dann erhoffen, die gesund sind. Da muss ich nur immer ans Allee-Center denken. Da würde ich mir allerdings wünschen, dass die einfach noch mal eine schwenkbare Tür, also eine automatisch öffnende und schließende Tür, auch zum Bahnhof, zu diesem Ausgang hin machen würden. Die Leute gehen raus, gucken sich meistens nicht um, weil sie auch zu tragen haben. Alles verständlich eigentlich. Und die Tür knallt einem, wenn man nicht aufpasst, ich will nicht sagen ins Gesicht, aber ich kann eben den Arm nicht so vorstrecken. Mir ist immer aufgefallen, wenn ich hier mal die Straße beobachtete, dass hier sehr viele Behinderte, sei es Rollstuhlfahrer, auch Leute mit Rollatoren, über die Straße versuchten zu gehen und die Autos, die dann hier fuhren, mit einem affenartigen Zahn um diese leichte Kurve kamen. Und dann habe ich mich immer schon bei der Polizei und bei der Stadt erkundigt, ob es nicht Möglichkeiten gibt, da Abhilfe zu schaffen. Und es wurde mir immer von allen Seiten nur gesagt,
Hier gibt es kein erhöhtes Verkehrsrisiko und Verkehrsaufkommen ist stark, aber die Leute fahren alle nach den Geschwindigkeiten angepasst. Und die Leute fahren hier teilweise gefühlt 70, 80 Stundenkilometer. Ja, und dann habe ich wirklich dafür gekämpft mit einigen Leuten, die auf die Straße gegangen sind und Unterschriften eingeholt haben, hier einen Blitzer hinzubekommen. Und der ja dann tatsächlich nach wirklich langem Anfechten und nach langen Kämpfen aufgestellt worden ist. Und da bin ich richtig stolz drauf und meine Mitkämpferinnen natürlich auch. Natürlich weiß man jetzt erst zu schätzen, wie gut es ist, gesund zu sein. Aber wenn ich die gesunden Menschen durch die Stadt laufen sehe, mit ihren größtenteils verbiesterten, verbitterten, verbissenen Mienen, und wenn ich mich dann daher marschieren sehe und auch mal so in den Spiegel gucke, also in die Schaufenster, freundliches Gesicht, offen, war ich früher auch nicht. Ich war früher einer von denen und bin jetzt anders. Also ich habe jetzt Zeit, ich kann jetzt mein Leben gestalten, was ja die Menschen, die im Berufsleben stehen und was leisten müssen, wirklich nicht können. Und so ging es mir früher ja auch.